Und wieder war ich auf Beutezug, diesmal in Zellamelis im Thüringer Wald. Bei meinem Besuch war ich nicht nur am Bahnhof. In der Umgebung gibt es auch etliche Tunnels, wie zum Beispiel südlich der Stadt. Dann liegt bei Benshausen ein Haltepunkt zwischen zwei Tunnels, sowie auch am idyllischen Bahnhof Oberhof. Los geht's in Zellamelis. Begrüßt wurde ich mit schönem Schneefall und das verspricht doch mal schöne Bilder. Was den Bahnverkehr anbelangt, ist die Sache schnell erklärt. Quasi stündlich wechseln sich die Regionalexpresse 50 und 7 ab, stündlich ergänzt durch die Regionalbahn 44. Außerdem pendelt zwischen Wernshausen und Zellamelis die Regionalbahn 43, die selten auch nach Suhl verlängert wird. Der Bahnhof hat 5 Gleise, doch genutzt wird hauptsächlich das Gleis 3 sowie Gleis 4, beide am Mittelbahnsteig, und manchmal auch das Gleis 5 am Außenbahnsteig. Hier kommt die Regionalbahn 43 aus Wernshausen. Diese Linie wird von der Südthüringenbahn betrieben, die den Verkehr mit Regio-Shuttles abwickelt. Fachkundige Zuschauer haben bereits erkannt, dass hier in diesem Video jetzt gerade kein Ton dabei ist. Naja, was soll ich sagen, das lag an meiner eigenen Dummheit, denn bei einer Kamera hatte ich den Ton ausgeschaltet und vergessen, den wieder einzuschalten. Gemerkt habe ich das erst, als ich wieder zu Hause war. Jetzt brauche ich eine neue Schreibtischplatte, aber die Ärzte sagen, meine Kopfverletzung wird schon wieder werden. Aber zum Glück, es war ja nur die eine Kamera. Machen wir also das Beste draus. Und dann kommt auch schon die Regionalbahn 44 nach Meiningen. Die RB 43 steht immer noch da, also kann hier direkt umgestiegen werden. Von hier aus nicht sichtbar, fährt die Regionalbahn gleich in den Zellaer Tunnel ein. Im Blick das alte Stellwerksgebäude, doch der Bahnhof wird mittlerweile aus Arnstadt ferngesteuert. In Suhl gab's dann eine Kreuzung und hier ist die Regionalbahn in der Gegenrichtung nach Erfurt. Und damit ist es dann auch wieder an der Zeit für die Regionalbahn nach Wernshausen. Zwischen Zellamelis und Wernshausen ist ein stündlicher Takt eingerichtet, Wochenends allerdings nur alle 2 Stunden. Im weiteren Verlauf gibt es dann in Steinbach-Hallenberg werktags eine Zugkreuzung, weswegen hier nach 7.30 Uhr in Schmalkalden ein 11-minütiger Aufenthalt notwendig ist, würde mich auch mal interessieren. Kurze Zeit später betritt dann der Regionalexpress 7 nach Würzburg die Bühne.
Die zwei Regionalexpresslinien werden von der DB betrieben und hier werden Regio, Swinger, also die Baureihe 612 eingesetzt. Die Strecke Neu-Dietendorf-Ritschenhausen, ein Teil der Strecke Erfurt-Schweinfurt, war übrigens früher zweigleisig. Das zweite Gleis wurde allerdings nach dem Zweiten Weltkrieg als Reparationsleistung überwiegend abgebaut. Damit zog die Strecke das gleiche los wie die Gäubahn. Hier das südliche Portal des Tunnels sowie die Strecke nach Suhl. Okay, dann warten wir mal, was kommt. Und in der Gegenrichtung ebenfalls die Regionalbahn 44. Als nächstes steht der Bahnhof Oberhof auf dem Programm. Hier gibt es eine kleine Besonderheit, aber dazu gleich mehr. Hier ist übrigens der Scheitelpunkt der Strecke und der Regio-Swinger schnauft ganz schön den Berg hoch. Der Bahnhof liegt ungefähr 3 Kilometer von Oberhof entfernt und leider hält hier kein Zug mehr. Und so sieht der Bahnhof von unten aus. Auf der westlichen Seite sieht man auch ganz schön, wie die Strecke ins Gefälle übergeht. Früher fuhren auch viele Sonderzüge nach Oberhof wegen dem Wintersport. Wenn das der Fall war, wurde in Erfurt eine Flagge gehisst und dann wusste man Bescheid. Diese Uhr geht übrigens zweimal am Tag richtig. Wie gesagt, die Strecke ist ja fast nur eingleisig. Doch von hier durch den gesamten Brandleitetunnel ist die Strecke zweigleisig und das wird dann auch für Zugkreuzungen genutzt. Der Wasserkran, den man hier sieht, soll übrigens immer noch betriebsbereit sein, weil hier immer mal wieder auch Dampfsonderzüge verkehren. Und während ich schon weg wollte, bekam ich noch einen Tipp. Eine Überführung einer 218 stand an. Die wollte ich mir natürlich auch nicht durch die Lappen gehen lassen. Also später nochmal zurückgekehrt und voilà. Das war wieder mal pures Glück. Vielen Dank an den Tippgeber. Und damit geht's jetzt weiter nach Benshausen. Mal schauen, was uns dort erwartet. Eine Familienpackung Schwellen. Also falls jemand mal nachzählen will. Und hier der rote Wandtunnel. Eine eigentümliche Hektometertafel.
und der Rote Bügeltunnel. Zunächst einmal wieder eine Aufnahme meiner Silentium-Kamera. Die Südthüringenbahn gehört übrigens je zur Hälfte der Erfurter Bahn und der Hessischen Landesbahn. Wie man hier noch sieht, Benshausen war früher ein Bahnhof. Das zweite Gleis liegt heute aber nur noch zur Zierde herum. Und das gleiche dann nochmal in der Gegenrichtung. Während die B62 zwischen Benshausen und Mehlis regen Zuspruch erfährt, wird der Haltepunkt hier nur wenig genutzt. Eigentlich schade. Der Rigo Shuttle ist nach 5 Minuten schon in Zella-Mehlis West und nach 4 weiteren im Bahnhof. Und das war's für heute aus dem verschneiten Thüringen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.